herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kriegt ihr mal eine ganz andere Thematik, mal keine Technik. Wir haben heute mal keinen Kameramann hinter der Kamera, sondern einfach nur ein Dreibein auf dem Tisch stehen. Ist also heute mal so ein richtig aufwendiges Video. Richtig aufwendig, ja. Nee, genau darum geht es nämlich heute. Wir wollten euch nur mal so ein bisschen zeigen, wie aufwendig eigentlich YouTube ist. Was wir dafür geben, wie viel Zeit wir dafür investieren und so weiter. Soll jetzt nicht in die Richtung gehen, dass es uns zu viel Zeitaufwand ist. Wir machen das gerne, ist unser Job. Wir feiern das, ihr feiert das. Das ist uns natürlich besonders wichtig. Es gibt ganz viele von euch, die das sofort erkennen, uns anschreiben und sagen, boah krass, wie viel seid ihr eigentlich unterwegs? Wie macht ihr das? Hat eure Woche 3 Tage mehr und so weiter? Mhm. Sowas motiviert einen natürlich extrem. Es gibt natürlich auch immer aber auch die Schattenseiten dazu, dass manche Leute das einfach nicht wertschätzen, es besser wissen. Und was auch immer amüsant ist, an allen Ecken gibt es ja immer wieder, ich sag mal, neue YouTuber, die dann nach kürzester Zeit auch erfahren, wie zeitaufwendig das Ganze ist. Ja. So, ich habe erstmal ein paar Fakten vorbereitet. Das ist so ein bisschen so wie unser Jahresrückblick-Video. Nochmal raus. Wir haben in den letzten 12 Monaten genau 159 Videos geschafft. So, also wir hauen jetzt einfach mal so ein bisschen Zeitaufwand raus, was wir so eigentlich nur für die Videos machen. Mhm. So, 159 Videos. Das sind in Summe 4621 Minuten Zeit, die wir auf YouTube hochgeladen haben. Was das gleiche ist wie 77 Stunden Material. Mhm. Fertig gecuttet, auf YouTube hochgeladen. Ne? Ich wollte gerade sagen, gedrehten mehr. So, 77 Stunden, das ist theoretisch 2 Arbeitswochen durchgehend Videos gucken, hauen wir in 52 Wochen raus ungefähr. Ne? Mhm. Schon mal so eine Zahl. Das ist schon mal, finde ich schon mal krass. So, jetzt nehmen wir uns mal als Basis diese 159 Videos. Was würdest du tippen, wie lange wir fürs eigentliche Drehen im Schnitt brauchen pro Video? Nur fürs Drehen? Nur fürs Drehen. Also Zeitpunkt, wir kommen an, Zeitpunkt, wir gehen weg oder Zeitpunkt, du kommst zu Marius und mir in der Garage, wir fangen an, Zeitpunkt, du haust wieder ab. Das muss man dazu sagen, jetzt gibt es Videos, so wie dieses. Ich vermute mal, es wird zwischen 7 und 12 Minuten lang. Wir saßen hier 8 bis 13 Minuten, haben noch ein bisschen gelacht und einfach die Kamera angemacht. Nun gibt es aber auch Videos, wo wir als Beispiel, ich weiß noch ein Video, was wirklich so mit, ich will nicht sagen der Worst Case war, weil es trotzdem extrem viel Spaß gemacht hat, war Timos BMW auf dem Prüfstand. Ja. Da haben wir bei Walter vor Ort GP Power, glaube ich, 12 Stunden verbracht, plus nach Bayern gefahren, hin und zurück. Also wir waren 24 Stunden unterwegs, ja, nur genau. Für ein Video, was im Endeffekt, ich glaube, eine halbe Stunde ging. So, was würdest du im Schnitt tippen, wie lange wir fürs Drehen so ungefähr brauchen? Ja, es ist schwer zu sagen, weil es gibt halt Videos, wo wir einfach nur bei Marius in der Garage kurz was, also hier in der Garage bei Marius im Golf kurz was drehen über das, was ihr getan habt. Oder wir drehen ein Intro, ihr macht kurz was und wir drehen dann weiter, ihr macht kurz was, wir drehen dann weiter. So, deswegen ist es schwer zu sagen für mich. Ich habe jetzt mal 3 Stunden angesetzt. Im Schnitt. Pro Dreh. Mhm. Ja. So. Glaube ich, ist eine gesunde Mischung, weil natürlich kommen mal Sachen dazwischen, die, wo wir geübt sind und schnell sind und so weiter. Aber wie ihr ja die Videos kennt, ist da ja schon immer richtig Handlung drin. Das heißt, wir bauen etwas um, wir sind auf einer Rennstrecke. Das kriegt man niemals in 3 Stunden hin. Nee. So, ne? Deswegen glaube ich, 3 Stunden ist schon realistisch bis Untergrenze. Mhm. Ich denke mal, es gibt auch viele von euch, die werden jetzt sagen, boah, wie schaffen wir das in 3 Stunden? Mhm. Sondern die werden eher denken, pro Video einen Tag so ungefähr. Ne? Nee, so nicht. Also nicht immer. Ist bis jetzt einmal vorgekommen. Ne? So, aber auf jeden Fall, wenn wir das auf 3 Stunden pro Video beziehen, sind das in Summe 477 Stunden, die wir da jährlich für investieren. Nur der Dreh. Nur der Dreh. Keine Fahrzeit. Jetzt kommt der nächste Punkt. Thema Schnitt. Mhm. So, jetzt muss man dazu sagen, es gibt schnelle Cutter. Du zum Beispiel bist sensationell schnell. Dankeschön. Kann man ja so sagen. Maxi, der für uns auch Videos schneidet, der nebenbei aber auch noch ein bisschen Online-Shop und so weiter macht, der braucht halt einfach ein bisschen länger. Weil da aber auch wahrscheinlich die Erfahrung fehlt. Also ich denke, mit steigender Erfahrung wird er da auch schneller. So, wir haben schon mehrere 100 Videos zusammen gemacht. Da wird das definitiv auch alles besser. Er guckt halt ein bisschen genauer hin. Ist halt einfach ein Designer, der ganz viel Wert drauf lädt. Ihr habt es bestimmt bei Alus Care und Fashion gesehen, dass das alles akkurat, gerade, symmetrisch, ja. Die gleiche Schrift,
die gleiche Stärke, die gleichen Farben und so weiter. So kann man sich natürlich auch in so einem Cut richtig drin vertiefen. Ja, das stimmt. So, aber was würdest du so ungefähr auch ansetzen an Schnitt? Da werden jetzt einige Cutter gleich sagen, geschafft hat das in der Zeit? Also ich sag mal, an so einem Bilster Berg-Video, wo wir mit Tonstrecken verschiedenen arbeiten, mit 3, 4, 5 Kameraperspektiven, sitze ich so 4,5, 5 Stunden. Okay, also sagen wir mal 4,5, und das ist dann eins der, ich sag jetzt mal, aufwendigeren Videos. Das ist ein aufwendiges Video dann, ja. Wo allerdings auch Erfahrung dazu zählt, dass wir halt schon vom Team her so eingespielt sind, dass halt auch ganz genau weiß, wo eher etwas passieren könnte, wo man genau reingucken muss und wo halt einfach so eine Standardpassage ist und fertig, ne? Also ja, früher habe ich auch länger gebraucht, aber mittlerweile habe ich mir halt selbst so ein paar Kniffe angeeignet, um das Material schnell durchzugucken, um dann herauszukristallisieren, welche Kamera hat gerade eine gute Perspektive ausgespuckt. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen 4 Stunden im Schnitt so. Ja. So 4 Stunden im Schnitt, weil man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch mal so, dass Adobe abschmiert, dass du ein Update machen musst, dass du neue Programme suchst und so weiter. Hatte ich jetzt letztens erst, wo das Intro gefehlt hat zum Beispiel, da musste ich komplett alles neu schneiden und das ist wirklich schnell und dabei ist dann halt das Intro nicht mit reingekommen. So, okay, also pro Video 4 Stunden. Dann werden viele von euch gar nicht so sehen, das Thumbnail, das ist das Vorschaubild, das muss ja auch für jedes Bild gebaut werden. Ja. Macht Maxi zum Beispiel, jetzt in letzter Zeit mein kleiner Bruder Jonathan, fuchst sich da auch gerade rein. Das muss man jetzt eigentlich, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde pro Video gerechnet. Es wird nicht reichen, weil die andere Seite dazu ja auch die Bilder raussuchen muss. Genau. So, ne? Das heißt, wenn wir da eine halbe Stunde rechnen, wird das schon eine faire Zeit sein. Ja. So, jetzt kommt der letzte Zeitpunkt, den wir auch noch aufteilen müssen, weil wir machen das Ganze ja als Team. Das heißt, die eigentliche Interaktion hinter den Videos. So, heißt Video hochladen. Hat jetzt nichts mit Interaktion zu tun, war ein bisschen falsch formuliert, aber es muss einen Titel geben, es muss die passenden Text geben, einen Abspann und so weiter. Und jetzt müssen wir noch Kommentare lesen, immer zwischen 300 und 1000 Stück, die nach Möglichkeit beantworten, weil wenn ich nach euren Kommentaren frage, finde ich es einfach nur höflich, auch eine Antwort zu geben. Deswegen wird es dem einen oder anderen auch bestimmt schon aufgefallen sein, dass wir wirklich viel kommentieren. Ich lese auch von jedem Video wirklich jeden Kommentar. So, ich behaupte mal, wenn ich da jetzt hinschreibe, 1 Stunde für uns alle zusammen. Das ist zu wenig. Ist das zu wenig, aber wir bleiben einfach mal dabei, weil das ist natürlich definitiv ja auch, das ist ja dann auch der, ich sag jetzt mal, der Erfolg von unserem Video, dass die Leute sich dafür interagieren und deswegen zähle ich das jetzt mal zur Hälfte auch als Hobby-Freizeit. So, aber 1 Stunde kann man da auf jeden Fall rechnen. So, dann sind wir in Summe hier nochmal bei 159 Stunden. Bevor ich jetzt wieder einen Rechenfehler mache, rechne ich das mal kurz aus. So, wir haben 477 für den Dreh, 650 fürs Schneiden, 880 fürs Thumbnail und 159 für die Interaktion. Dann sind wir bei sage und schreibe 1366 Stunden für 159 Videos. So. Sind also 8,5 Stunden pro Video. Klingt erstmal noch überschaubar. Das so. War es aber noch nicht. So, das ist jetzt noch nicht, das ist schon extrem viel Zeit. Ist aber noch lange halt nicht alles. Weil jetzt, okay, nee, ich habe eigentlich falsch gerechnet. Wir müssen das Ganze eigentlich ja noch aufteilen. Die 3 Stunden Dreh sind ja immer mindestens für 2 Leute. Ja. So, ne? Das heißt, eigentlich sind wir mindestens ja immer zu zweit. Das heißt, wir müssen die 477 mal 2 rechnen. Plus 650 plus 80 plus 159. So, geteilt durch 159 Videos. Dann sind wir nämlich schon bei 11,5 Stunden pro Video. So, das jetzt mal 3. Sind schon 35 Stunden die Woche, weil wir 3 Videos die Woche machen. So, das heißt, der erste Fulltime-Job geht theoretisch schon mal dafür drauf, ja, an Arbeitszeit. Ne? So, weil, man darf auch immer nicht vergessen, wir müssen ja auch vorbereiten. Das heißt, wenn mal wirklich eine Woche ist, wo man mal einfach keine Videos machen kann, im Urlaub ist, jemand krank ist, was bisher noch nie vorkam. Ich war nicht seitdem ich hier bin, seit 2 Jahren, über 2 Jahre, nicht ein einziges Mal krank. Nicht einmal krank, deswegen Krankheit zählt bei uns theoretisch nicht. Praktisch muss man eigentlich schon mal dran denken, dass es immer mal passieren kann. Kannst einen Motorradunfall haben, ja, wie auch immer. Ne? So, so, das sind schon mal die ersten 40 Stunden. Jetzt geht's weiter. Diese Videos sind ja
wenn das jetzt ein bisschen Eigenlob ist, so cool, weil wir euch nicht nur unsere Garage von innen zeigen, sondern auch extrem viel unterwegs sind. Ja. Das macht es aber halt auch einfach so besonders. Ich persönlich fahre im Jahr ungefähr 70.000 Kilometer. Mhm. So, diese 70.000 Kilometer sind jetzt natürlich nicht nur für die Drehs, ja. So, aber da sind keine privaten Kilometer mehr zwischen. Mhm. Das ist theoretisch schon fast alles so, dass es alles irgendeinen Sinn und Zweck hat, um einfach voranzukommen, die Projekte voranzutreiben, jemanden zu besuchen, wie auch immer so. Ne? Mhm. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, die 70.000 Kilometer werden wir zu zweit, teilweise ja auch zu dritt oder zu viert, mhm. weil manche Videos machen wir immer mal zu dritt. Das lassen wir mal komplett außen vor. Wir rechnen wirklich mal eher immer auf Minimum. Zwei Leute, 70.000 Kilometer. Erstmal extrem interessante Zahl. Im Schnitt 13 Liter Verbrauch. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht gesteinigt, aber wir fahren halt einen Bus durch die Gegend und fahren extrem viel Zeug durch die Gegend. Also es kann sein, dass ich früher montags bei Björn einen Motor abgeholt habe und hatte den Donnerstag in Süddeutschland immer noch auf der Palette hinten drin, ne? Weil noch nicht mal Zeit war, ihn auszuladen. Ne? So, deswegen sind die vollkommen legitimen 13 Liter. Dann sind das alleine in Summe aufs Jahr gesehen 9.100 Liter Sprit. Also Diesel. Ne? Wenn man sich mal überlegt, wie viel 9.000 Liter sind, da sieht man mal alleine, wo auf meiner Tankstelle drin steht. Ja. So, nun, witzigerweise, beziehungsweise coolerweise, zeigt das Auto ja so schön an, wie viel km/h man im Schnitt fährt. 82 km/h im Schnitt. Das zeigt schon, dass wir viel Autobahn fahren. Mhm. So, weil 82 im Schnitt ist schon wirklich, ist schon gut. Aber jetzt kommt's, das sind 853 Stunden aufs Jahr. Mhm. So, 853 Stunden nur in diesem Bus verbracht. Jetzt kann man das auf zwei Arten und Weise rechnen. Entweder rechnen wir es runter pro Video. Wenn wir 159 Videos daraus machen, sind das 5,3 Stunden pro Video. Mhm. Dann sieht man mal wieder, wie viel diese Reisezeit eigentlich ist. Oder die Zahl, die ich persönlich viel krasser finde, ist, wenn man es auf eine 7-Tage-Woche rechnet, weil ich ja gerade sagte, es ist eigentlich keine private Freizeit mehr zwischen. Ne? Also wir sind theoretisch 7 Tage unterwegs, weil wir auch ganz viel Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, frei. Eigentlich ist der Wochentag fast egal. Ja. Sind das immer noch über 2,5 Stunden pro Tag. Mhm. Jeden Tag. Gut, muss man dazu sagen, also ein Video, wo ich mich zum Beispiel erinnern kann, da sind wir zu Mutlo gefahren, Heilbronn, ne? Mhm. Das waren 11,5 Stunden Fahrt und wir haben eine halbe Stunde gedreht. Aber Mutlo war es uns wert. Klar, aber so kommen dann halt so welche Zahlen dann auch mal. Ne? Genau. So. Manchmal fahren wir nur zu NG zum Beispiel oder nur nach Dortmund, das ist jetzt nicht mehr so viel, wenn man... Aber auch ich sag mal, Thematik Events, wie oft fahren wir 400, 500 Kilometer zum Event, ne? Ja. Sind schon wirklich Strecken bei. So, da sind die nächsten... 2,5 Stunden pro Tag Minimum. Jetzt kommt der nächste Punkt. Gucken wir auf die Kamera noch an, das ist die Sekunde. So, sind wir doch schon über 12 Minuten? Nee, 13 Minuten 40. So, jetzt kommt ein nächster Punkt. Den muss man jetzt wirklich leider als komplettes Hobby abstempeln, aber es gehört einfach dazu, damit wir mit den Videos vorankommen, weil wir ja leider wirklich ganz oft Kommentare auch haben, wie mach doch mal erstmal was fertig, lass doch erstmal die Projekte zu Ende werden und so weiter. Das tut dann natürlich umso mehr weh, weil wir wirklich 100% geben. Also ich behaupte, wir sind wirklich ein Team, wo man sagen kann, wir geben 100%. Ja. Viel mehr ist da nicht mehr zu holen. Sieht man auch daran, wenn es ernst wird, wenn mal ein Event vor der Tür steht und so weiter. Dann sind wir da wirklich bemüht, schnellstmöglich die Autos immer am Laufen zu haben. Die Projekte müssen dazwischen auch geschraubt werden. Genau. So, ihr seht ja immer nur Videos, Step 1, 2, 3. Wir fassen die Steps schon komprimiert, damit es für euch unterhaltsam ist zusammen. Aber dazwischen muss ja trotzdem was gemacht werden. Ja, klar. So ein Auto besteht aus Tausenden von Schrauben. Das muss trotzdem alles geschraubt werden, weitergemacht werden und so weiter. Ne? Also man kann nachts fast täglich die Woche hier herkommen. An irgendeinem Auto wird immer geschraubt. So, und da kommt nämlich auch diese Reisezeit zustande. Alleine, wenn ich mir überlege, wie... Man hätte es ja auch anders machen können. Wir hätten ja die neue Limo-Karosse nehmen können. Ich hätte sie in einen LKW gesetzt, hätte sie mit einem LKW zu Herrn Schwan gefahren, nach Welzheim, hätte sie wieder herbringen lassen. Ist definitiv billiger, als mit 2, 3 Leuten selber hin und her zu fahren. Mhm. Nee, wir fahren 3-mal dahin, weil wir halt dieses Entlacken, dieses KTL-Beschichten und so weiter halt einfach euch zeigen wollen. Ja. Genauso krass ist der Punkt, die Carbon-Seitenteile. Ich glaube, wir sind wirklich 5 bis 6 Mal alleine zu Artium gefahren für die Seitenteile. Du ja, ohne Kamera noch öfter sogar. So, ja, also schon jetzt mit eingerechnet. 3, 4 Mal davon haben wir gefilmt und ein paar Mal war ich so. Oder plus, die Jungs, Chris und Artium, sind nach Hannover gekommen zur Vorbesprechung, damit wir nichts falsch rausflexen und so weiter. Ne? Mhm. Und dann das Gleiche bei der Lackierung dann nochmal.
Nähte abdichten und so weiter. Ne? So, ne? Da kommt halt diese krasse Fahrzeit zustande, weil wir einfach, um diese einzelnen Schritte mit drauf zu haben, einfach vor Ort sein müssen, ja, um das so rüberzubringen. Deswegen dieser Punkt, Projekte schrauben, kann man, glaube ich, in Zeit gar nicht einfassen, weil da würden einige mit dem Kopf schütteln, weil das ist einfach krass. So, ne? Dann ein Punkt, Events hatte ich gerade schon. Für uns ist es natürlich das Allergrößte, euch diese Projekte dann auf den Events zu zeigen. Ein Punkt war, den wir nie vergessen war halt Bremer Klassikmesse, wo wir die Limo-Karosse hingestellt hatten. Und es war schon wirklich ein cooles Gefühl zu sehen, wie alle Leute, egal ob jung oder alt, das ging wirklich hin bis zu, ich sage jetzt mal vorsichtig, älteren Leuten mit 60, 70 Jahren, die auch jeden Schweißpunkt von dem Neuaufbau kannten und so weiter, sich unter das Auto gelegt haben, das Rathaus sehen wollten und so weiter. Das ist natürlich dann schon cool, wenn man sowas auf dem Event auch mal präsentieren kann, ja, und den Leuten zeigen kann, um halt auch einfach den Leuten zu zeigen, dass wir reell sind. Wir sind nicht irgendwelche Personen da im Fernsehen. Die Projekte sind reell, es gibt die Autos so, sie funktionieren so und so weiter. Ne? Wir würden das Ganze natürlich noch viel, 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 viel mehr machen. Ich weiß noch, wir hatten uns Anfang des Jahres vorgenommen, wir wollen jeden Monat ein krasses Event-Video bringen, um diese Event-Szene mal wieder richtig zu pushen. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Und dann kam Corona. Dann kam Corona und das war bis vor kurzem eh alles hinfällig. Ne? Ja. So. Nächster Punkt, das ganze Management drumherum. Mhm. Ist auch so ein Punkt, kann man nicht in Zahlen fassen, wie viel telefonieren wir rum, schreiben untereinander WhatsApp, überlegen uns Sachen. Natürlich, wir haben 70.000 Kilometer dafür Zeit, ne? Aber es gibt ja auch mal Tage, wo wir halt nicht im Auto sitzen, ne? Wo diese ganzen Drehs müssen ja auch alle koordiniert werden. Ja, klar. Es ist ja nicht so, Artyom, ich komme jetzt vorbei, ne? Oder ja, Artyom, ich stehe jetzt vor der Tür oder Chris schmeißt die Lackierkabine an. Ne? Ja. Nee, die müssen ja auch in dem Moment Zeit haben und so weiter. Ne? Oder die Teile, wo man schraubt, das muss ja auch erstmal hier, die Ersatzteile oder so, ne? Muss ja auch erstmal gefertigt werden, die ankommen und so weiter. Genau, so der Punkt ist noch riesig. Und dann als allerletzten Punkt ist Thema andere Videos. Ihr kennt jetzt auf dem Channel halt nur diese Videos. Wir haben aber auch das ein oder andere Video ja für Grip gemacht. Wir waren selber in dem ein oder anderen Video auf anderen Channels und so weiter. Der Punkt kommt auch dazu. So, alles in allem kann man sagen, ich sage, wenn wir von 2 Fulltime-Jobs, 40 Stunden die Woche reden, reicht das noch nicht mal aus für das, was wir hier betreiben. Mhm. Jetzt ist es so, ich opfer halt wirklich meine Freizeit, Marius auch genauso, zu 100% unserem Hobby. Mhm. Ist halt einfach so. So waren wir aber auch vor YouTube. Wir haben auch vor YouTube dauerhaft geschraubt, Sachen kaputt gemacht, wieder heile gemacht, umgebaut, durch die Gegend gefahren und so weiter. Es ist natürlich jetzt alles nochmal zusätzlich stressiger geworden, weil man natürlich dann auch den Reiz hat. Früher war es ja so, Auto war kaputt, wir bauen es gleich auseinander. Mhm. So, jetzt muss man sich schon immer überlegen, Auto ist kaputt oder ist heile, geht natürlich in beide Richtungen. Ja, wir wollen ja schon eigentlich gerne ein Video rausmachen, damit einfach so dieser Zusammenhang, damit ihr einfach so mit in diese Szene reinwachst, ne? Und es nicht auf einmal so ist, heute 1000 PS, morgen kaputt, morgen 2000 PS, sondern schon so ist, jetzt läuft er, jetzt geht er kaputt, warum ist er kaputt gegangen, was machen wir jetzt und so weiter. Ne? Ja, klar. So, deswegen opfern wir da halt auf jeden Fall komplett unsere Freizeit, machen es aber auch wirklich gerne. Es gibt selten Tage, wo wir wirklich sagen, jetzt reicht es so ungefähr. Ne? Da ziehen wir schon wirklich immer an einem Strang bis zum Ende. Dieses Jahr war für uns persönlich, ich würde sogar sagen, dadurch, dass es keine Events gab, ein Tucken entspannter. Mhm. Finde ich auch. Also es war definitiv, wir konnten uns auch mal um andere Sachen kümmern, wie neue Online-Shops und so weiter. Weil einfach dieser Zeitdruck der Events, weil normalerweise betreibt man so ein Hobby, also wir betreiben dieses Hobby, mittlerweile ist es kein Hobby mehr, aber eigentlich nur unter dem Aspekt Punkto 1, Wörthersee. Mhm. War immer so ein Standardziel, jeder, der sein Auto aufbaut, will zum Wörthersee fahren dieses Jahr. Das heißt, das war immer ein Termin. Ich weiß noch, vor, das ist jetzt 2 Jahre her, da war Marius Frau hochschwanger. Und Marius ist selber gar nicht mitgefahren zum Wörthersee. Wir wollten aber vor dem Wörthersee unbedingt dieses Auto fertig kriegen. Haben es am Tag vorher alles zusammengebaut. Dann war leider, da hatten wir gerade diese Low-Poly-Design-Turbolader von TTE angebaut, war leider der Ölzulauf undicht, weil eine Kante war, wo ein Teil auflag. Dann haben wir Marius wirklich gesagt, Philipp, du fährst mit diesem Auto zum Wörthersee. Ich bin einen Tag später losgefahren, weil wir haben am nächsten Tag gleich morgens wieder das Auto zerlegt.
und haben es wieder komplett neu zusammengebaut, nur dass wir zur Batterie fahren. So, ne? So, also diese Events kamen dann immer noch dazwischen, sonst das war extrem zeitintensiv. Ja. Und ja. Aber siehst du dich als YouTuber? Also falsch. Eigentlich nein. Praktisch muss ich es aber, damit man einfach mit einer gewissen Professionalität rangeht, weil man natürlich auch eine gewisse Verantwortung den Leuten gegenüber hat. Mhm. Das heißt jetzt mit Verantwortung nicht, ich bin jetzt keinem irgendwie ein Video schuldig. Wenn es kein Video gibt, gibt es kein Video. Ist relativ einfach. Ne? Ja. Habe ich endlich mal wieder Zeit, mich um diverse weitere Sachen zu kümmern. Oder könnte noch schneller Autos bauen. Halt, ne? Man muss aber mit dem Respekt und auch der Reichweite natürlich verantwortlich umgehen. Mhm. So, ja. Was viele ja nicht wissen ist, das ist ja nicht einfach so entstanden, dieser YouTube-Kanal, sondern Philipp hat halt einen Kameramann gesucht, der das, was er sowieso täglich macht, einfach nur mit der Kamera begleitet, damit viele Zuschauer, weil früher hast du es ja live gemacht. Genau, mhm. Facebook live, weiß ich noch, so die ersten Björn-Schnitte oder so, wo wir wirklich 4 Stunden da standen, alle Stunde war es unterbrochen. Mit der Qualität kannst du aber heutzutage nichts mehr erreichen. 360p. Ja. So, und das ist auch ein Punkt, da bin ich auch persönlich definitiv ein bisschen stolz drauf. Vor uns, sage ich, gab es auch noch nicht so krass dieses YouTube mit diesen so krass technischen Videos. Nee, nicht, dass ich, also, so, wüsste ich jetzt auch keine Frage. Klar, Person Nummer 1, halt einfach der YouTuber ist und bleibt halt einfach Jean-Pierre. So, ne? Klar. Der hat seine Videos aber schon immer mehr so ein bisschen, es war einfach ein Tucken mehr Entertainment, es war noch mehr Story hinter. Mhm. Die sind, ich sag jetzt mal, an Arsch der Welt geflogen zum Videos machen, haben wirklich coole Sachen mit coolen Firmen und so weiter gemacht. Mhm. Ne? Ganz ursprünglich, müsste mal witzig machen, müsste mal seine allerersten Videos anklicken. War da auch noch viel dabei, mit Colin Ploy erklären und so weiter. Mhm. Habe ich neulich das super mal gesehen. Grüße gehen raus. Videoreihe gemacht von A bis Z und so damals. Ne? Aber das ging ja dann schon irgendwann in Richtung einfach Entertainment. Ja. Immer noch mit natürlich dem Auto, das Auto im Fokus. Dem Auto im Fokus. Mhm. So, und wir haben ja wirklich vom ersten Moment an gleich das erste Videotechnik voll in der Fresse. Ja. Und haben das auch bis heute beibehalten. Das wird auch immer so bleiben. Wir erweitern uns natürlich unseren Horizont, stellen getunte Autos vor. Das mache ich wirklich rein aus dem Grund, weil ich einfach finde, dass wir haben die Bühne, die können wir ruhig auch anderen zur Verfügung stellen. Ja. Wir können ruhig auch mal von anderen Leuten die Autos zeigen, die so viel Zeit investieren. Und genauso können wir natürlich euch auch coole Firmen vorstellen, die genauso viel Zeit in unsere Projekte stecken. Ne? Mhm, genau. So, das macht einen natürlich schon stolz, dass ihr das angenommen habt und jetzt solche technischen Videos feiert. Mhm. So, und das natürlich auch in einer Größenordnung mittlerweile, die halt wirklich, wirklich beeindruckend ist. Ne? Also ich denke, ich brauche noch 2 Jahre und dann mache ich meinen Meister. So intensiv ist das von dem Wissen, was man da einfach macht. Oder du brauchst auch 1000 Bit. Na, das eher weniger. So, nein, auf jeden Fall. Wir sehen ja an den Zahlen, wie lange unsere Videos geguckt werden, dass das definitiv so ist, dass ihr diese Technik wollt, euch das anguckt. Und ich hoffe, das war nicht ein bisschen zu träge heute, aber ein Punkt auch ist, wir wollten euch einfach mal in diesem Jahr auch ein bisschen mehr zwischen den Szenen mit dazu nehmen. Mhm. Hat bisher noch nicht ganz so geklappt, weil die Videos dann doch alle immer ziemlich durchgetaktet waren, sage ich jetzt mal. Ne? Die sind nicht durchgeskriptet, wir kommen irgendwo an und haben keine Ahnung, was wir machen. Aber jetzt muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen, beziehungsweise zu Renés Verteidigung sagen, dass ich da auch immer ziemlich eigen bin, was das Video angeht. Ne? Mhm. So, dass meistens ist es so, wir kommen irgendwo an, du hast deine Idee, ich habe meine Idee. Ja. So, und dann macht das erstmal so, bumm, so ungefähr. Ne? Mhm. Macht aber auch nichts, am Ende kommen ja immer coole Videos bei. Ja, gestritten, also das muss man auch mal dazu sagen, trotz manchmal, dass es wirklich sehr stressig ist, gestritten oder so haben wir uns noch nie. Ne? Nö, am Ende zählt halt definitiv immer ein Punkt, das Video muss halt erstmal da sein. Genau. Weil wenn wir das ist wieder der Punkt, wo ich sage, dass wir das mit dieser Professionalität einfach sehen müssen. Ja. Weil wenn man sich schon diesen Aufriss macht mit 70.000 Kilometern und, dann ist Punkt Nummer 1, den Content zu schaffen. So, ja, ich würde sagen, das reicht auch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr mal in die Kommentare ballern, was ihr so denkt, was ihr euch wünschen würdet. Und wenn ihr genau das Gleiche zu irgendwelchen anderen Themen gerne mal hättet, schieben wir natürlich liebend gerne solche Videos auch immer zwischen. Das Video beim Schnitt dauert jetzt ungefähr 20 Minuten. Mit In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.